Wie rassistisch ist Deutschland? Dieser Frage ist eine breit angelegte Untersuchung nachgegangen, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Die Ergebnisse sind durchaus überraschend. So sind 90% der Deutschen davon überzeugt, dass es in Deutschland Rassismus gibt. Die Studie zeigt auch, dass ein Teil der Bevölkerung Vorurteile hegt. Auch haben wir erkannt, dass Vorstellungen von kulturbedingten oder natürlichen Rangunterschieden weit verbreitet sind. Ein Drittel der Bevölkerung, 33%, bejaht, dass gewisse ethnische Gruppen oder Völker von Natur aus fleißiger sind als andere. Der Studie zufolge berichten junge Menschen häufiger von Rassismuserfahrungen als ältere. Das Problem betrifft demnach aber alle Schichten und Altersgruppen. Rassismus in Deutschland, das gibt es eben nicht nur am Rand der Gesellschaft. Wir müssen uns vielmehr immer wieder bewusst machen, Rassismus gibt es überall, er ist mitten unter uns, ob wir wollen oder nicht. Nicht alle Zahlen stimmen die Studienautoren optimistisch. So finden 45% der Befragten, dass das Problem übertrieben werde. Große Unterschiede zwischen Ost und West wurden dagegen nicht festgestellt. Was das Einstellungsverhalten ist, können wir jetzt nicht von einem rassistischen Osten und einem antirassistischen Westen sprechen. Die Studie gab der Bundestag 2020 mit einem entsprechenden Beschluss in Auftrag. Ziel ist es, den Grundstein für ein dauerhaftes Monitoring von Rassismus in Deutschland zu legen.